Ja, hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nazuralter und bei Space Engineers. Gerade mal eine kleine Sache, weil es dem Markus, der gerade wieder in diese Aufnahme reingegangen ist, ein bisschen auf den Nerv geht, hier ständig aus dem Ding runterzufallen. Erstmal Zeug ablegen. So, ein bisschen was davon. Ein bisschen was davon. Weil jetzt bauen wir uns hier mal einen Weg nach oben. So langsam wird es busy. Wird es ein bisschen nervig, das nicht zu haben. So, wir bauen hier zwei Leitern und zwei Treppen hoch. Hier haben wir schon Zugang. Da muss ich mal gucken, warum da ein Loch ist. War das auf der anderen Seite auch? Ja, war auch noch. Okay, das habe ich, glaube ich, einfach nicht geschlossen. Ah, da wollte ich so noch so eine Schiebetür oder was bauen. Wenn ich mich recht erinnere. So, weil dann können wir jetzt nämlich hier hochlaufen und sind hier schon mal ganz fein. Und um hier rüber zu gehen, würde ich sagen, machen wir das hier einfach mit dem wunderschönen Grated Catwalks. Einmal nach hier drüben. Einmal nach hier drüben. Und dann geht es natürlich auch wieder den Weg nach oben. Können wir mal zusammenschweißen. So, wo ich mir jetzt noch nicht wie sicher bin, ist, ob ich das hier noch auch weiter durchgängig mache. Vielleicht tun wir das. Ich tue erstmal so, ob ich es tue. Das heißt, hier drüben machen wir auch mal zwei Stück hin, einfach damit das auch ein bisschen ja, zusammenhängt. Und ich glaube, auf der anderen Seite fehlt das auch noch komplett, ne? Genau, hier geht es noch nirgendwo hin. Was habe ich da unten drunter gebaut gehabt? Weiß das noch jemand? Nix? Okay. Nix haben wir ja gebaut. Das ist ja schön. Also hier nochmal eine Treppe hin. Peng. Dann ist hier Steg und Dings. Nur mal so, sollten wir vielleicht schon gleich hier runter, dann ist das nicht so verzettelt. Ja, ist glaube ich besser. Ja, dann kommen wir hier direkt immer von der Treppe zu einer Treppe zu einer Treppe. Jetzt fange ich damit auch schon an mit dem schlechten Witz, sonst wäre ich arg. Furchtbar, dieser Mensch. Furchtbar. Okay, so, damit können wir jetzt hier links, rechts rauf runtergehen. Das ist schon mal gut. Und haben wir nicht mehr dieses ständige Hin- und Hergerennen und weißt, was wir hier noch machen. Da machen wir noch so eine Schräge dran, dann ist das Ganze hier irgendwie auch ein bisschen, ja, wirkt es nicht ganz so beengt. Und auch nicht so klotzig. Einzige, was ein bisschen blöd an der Nummer ist, ist natürlich hier, wobei an den Assembler was dran bauen ist eh schwierig. Ja. Nicht so wild. Auf jeden Fall können wir jetzt hier mal endlich rauf und runter laufen. Das ist doch mal ein Träumchen. Ich kann eigentlich schon wieder Energie nachtanken. So, und dann waren wir zuletzt hier stehen geblieben. Das ist auch nicht die richtige Farbe. Ich weiß, kommt später noch. Was war hier eigentlich noch geplant? Hier war noch geplant, irgendwie den Connector ranzukommen. Nee, das könnte schwierig werden, stelle ich gerade fest. Weil, Platz. Ja, müssen wir mal schauen. Wobei, der wäre dann normalerweise auch wieder ein bisschen weiter unten. Da hatte ich, ja, die Light Armor kann an der Stelle bleiben, das ist nicht so wild. Und wo sie auf jeden Fall nicht bleiben kann, ist hier drüben. So, da ist noch ein bisschen Platz, da kommen auch Blöcke rein. Auf der anderen Seite haben wir das sogar schon gemacht, okay. Okay, dafür fehlen natürlich noch ein paar Metal Grids. Mal gucken, ob wir die noch haben. 86.
503. Ja, okay, okay. Da ist noch ein bisschen was da, auch wenn es nicht mehr die Welt ist. So, was ich hier mache, weiß ich noch nicht genau. Ich würde gerne irgendwas tun, was hier auch noch so ein bisschen diese Form mitnimmt. Wenn auch wahrscheinlich nicht im vollen Umfang. Nee, das sieht, glaube ich, ein bisschen schäbig aus, so vielleicht. Ja. Ja. Können wir machen. Jetzt müssen wir es nur noch mit der richtigen Panzerung tun. Oder damit. Warte mal. Wie sieht das denn aus? So, das hier und dann bin ich schon wieder auf dem Falschen. Wie immer. So vielleicht. Ja, können wir machen. Können wir machen. Sieht, glaube ich, jetzt nicht zu schäbig aus. Macht mich jetzt erstmal nicht ganz ganz unwohl. Ich würde aber tatsächlich sagen, um hier auch ein bisschen Teile zu sparen. Würde ich mich sehr dafür aussprechen. Hier sozusagen immer jede zweite Linie mit schwerer Panzerung zu versehen. Wobei Ausnahme würde ich hier machen. Einfach um unsere schweren Tanks auch ein bisschen geschützt zu haben. Und hier hinten. Ja, hier hinten würde ich sagen, machen wir dann. Irgendwann müssen wir ja auch mal wieder runtergehen. Den da. Okay, das war falsch. Hier ist auch noch nicht so ganz schön. Ne, das müssen wir dann später machen. Auch wenn es jetzt natürlich dazu führt, dass wir jetzt hier noch mehr, noch länger langweilig gerade sind. Aber ich glaube, so kann funktionieren. So, haben wir jetzt ein bisschen, keine Metal Grids mehr. Okay, klar. Dass die uns wieder schnell ausgehen, hätte ich mir denken können. Können wir noch welche bauen? Ja, wir haben noch genug Kobalt, also komm. Geben wir mal 1000 in Produktion, die kommen schon weg, keine Sorge. So, dann kommt da hinten das Ding fertig. Zu dem kleinen Rotor gefällt mir offen gesagt überhaupt nicht. Ich finde den sehr flimsig an der Stelle, aber naja. Vielleicht geht es besser, wenn es zugebaut ist. Und ich finde jetzt irgendwie auch, der ist zu hoch. Eigentlich müsste man mit dem Ding nur mal tiefer gehen. Entschuldigung. Damit tiefer zu gehen, wird es natürlich ein bisschen drollig, weil wir werden hier irgendwie den Rotor abreißen müssen. Und dann irgendwie schauen, dass der Turm hier so lange in der Luft bleibt. Die Idee wäre da, da, hier und vielleicht auf der anderen Seite auch noch mal so einen Block unterzusetzen. Ah, verdammt. Ah.
dieses dämliche Zappelding, das ist doch jetzt blöd. Ja, das heißt wahrscheinlich, wir können den Turm gleich ganz neu bauen, weil ich befürchte, das ist dann zwischen den Folgen Markus Ding, den kriege ich hier ohne weiteres nicht mehr zurück. Toll. Ich habe noch drüber nachgedacht, ob ich das Ding nicht irgendwie festlocken sollte. Beziehungsweise, warte mal. Vielleicht müssen wir das nicht machen. Vielleicht kriegen wir das anders hin. Der Pistenpart hier muss dann natürlich weg. Rotorpart. Okay, und dann fahren wir mit dem Ding mal vorsichtig runter. Das heißt, wir entfernen mal schnell das Landing Gear. Ja, auch einfach immer unten fertig, dann zappelt das Ding nicht mehr so. Hoffe ich. Oder zappelst du noch? Immer noch ganz leicht, na egal. So, jetzt, damit wir uns jetzt hier nicht in irgendwelche blöden Situationen begeben, was den Turm angeht, der liegt ja schon mal angenehm flach. Das heißt, wir können ihn aufnehmen. Und womit nehmen wir ihn auf? Natürlich mit unserem kleinen, treuen Flugzeug. So, die hat ja hier von unten irgendwo Landing Gear dran. Das heißt, wir können ihn ganz vorsichtig ja. Irgendwas scheppert da. So, den haben wir. UI abschalten, dann sehe ich vielleicht auch, was hier läuft. So, und jetzt sagen wir an der Stelle natürlich wieder Attach. Das hat geklappt. Sehr gut. So, dann können wir hier jetzt wieder abdocken und das Ding wieder landen. Sehr geil. Das macht mich ein bisschen glücklich und vor allem jetzt sieht das Ding auch nicht mehr ganz so komisch hoch aus, sondern ich habe gerade das Gefühl, von 1 Proportion her gar nicht so schlecht gerade. Überraschend nah an was ich von einem Panzer erwarten würde. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass es wieder ein Rittersport wird. Ihr wisst schon, quadratisch praktisch gut. Nein, für diese Aussage werde ich nicht bezahlt. Die richtige Frage ist, warum eigentlich nicht, aber gut. Ja, doch. Das sieht mir nach Panzer aus. Natürlich auch noch auf uns zukommen wird, keine Frage. Wir müssen da natürlich noch schauen, was wir waffentechnisch noch so machen können. Im Moment finde ich es bis auf den einen Turm, ich weiß nicht, ob das zu wenig ist. Ich hätte gerne noch irgendwas mit MG oder so da dran. Und wir müssen natürlich auch den Turm wieder richtig einstellen, weil ich glaube, den Rotor haben wir jetzt gerade zerlegt. Das ist Advanced Rotor. Turret. Dann gehen wir mal in den Turret Controller. Oh. In welchen Turret Controller? Wir haben noch keinen, oder was? Anscheinend haben wir noch gar keinen. Ja, okay. Dann können wir da nicht reingehen. Okay, die Metal Bits gehen schon wieder aus. Das ist blöd.
Antenne und sowas brauchen wir auch noch, ne? Also rein theoretisch könnten wir jetzt hier hinten natürlich einfach so ein Conveyor-Ding draufsetzen, aber es wird nicht schön aussehen. Ja, ich weiß, jetzt kommt der Markus wieder diesem schönen Bauscheißdreck. Ihr wisst doch, ich kann es eh nicht lassen. So, da haben wir ja schon einen Anschluss, ne? Das heißt, wir können doch einfach hingehen und können sagen, guten Tag. Ich hätte hier gerne das CNC-Block von den Dingern, der kommt dann hier hinten rein. Und guckt dann hier oben raus. Natürlich ein bisschen suboptimal, weil... Gibt's das hier? Ja, das ist, glaube ich, hier ganz... Ja, so will ich den haben. Aber natürlich, ihr wisst, nicht in Publik, sondern in Schwer, bitte. Tatsächlich auch, glaube ich, so ziemlich das erste Mal, dass ich eine Stelle finde, wo ich diese Blöcke richtig gut verwenden kann. So, hier neben. Ja, das war eine schlaue Idee. Ich baue hier extra einen Conveyor ein, um dann mit einem schweren Panzerungsblock zuzubauen. Grundsätzlich eine schöne Idee, sollte geschützt sein, klar, aber nicht, wenn wir hier noch rauskommen wollen und damit was bauen wollen. Perspektive. Okay. So, hier durch wollen. So, haben wir noch ein paar Interior Plates, das kriegen wir hin. Eine. Wow. So, und jetzt können wir hier hinten noch links und rechts jeweils zwei kleine Rotoren draufpacken. Und mit einer, ja, mit einer Hinge, das wird nicht ganz so optisch so super prall werden, aber... Dann hätten wir hier übrigens noch zwei Gatlings am Start, die ich sehr gerne hätte. So. Ja, wir verlieren hier hinten so ein bisschen die Maschinenoptik. Das ist mir bewusst. Aber das ist jetzt einfach so. Und hier drüben möchte ich gerne auch noch was tun. Und zwar... Ja, baue ich einfach mal schön daneben. So, ist es nur die Frage, was man an der Stelle noch tun? Ich denke... Ah, ich weiß, was wir machen. Mal das nach da. Das nach da. Der kommt hier wieder weg. Die nach da. Dann machen wir hier einen kleinen rein. Hier auch. Und dann gibt es hier hinten noch ein wenig Panzerblöcke. Nichts Wildes, einfach nur. Wo habe ich sie denn? Da. Warte mal, das machen wir, können wir noch schöner machen, auch wenn das jetzt heißt, dass ich hier noch mal ein bisschen umbauen muss. Und ja, dass es jetzt hier nur leichte Panzerung ist. Ich denke, damit können wir leben. Wenn nicht, werden wir es rausfinden. Okay, da müssen wir halt nochmal anpassen, dann ist das so. Frage, welchen Block nehmen wir da? Ich glaube, ich weiß schon welchen. Den. Was zum Geier ist ein Skeletor? Kommt er auf uns zu? Nee.
So, hier, das stört mich auch noch ein bisschen. Das ist mir noch alles zu kantig. Da können wir aber natürlich was machen. Es tut mir leid, dass ich schon ein bisschen hüstig bin heute. So, da gehört irgendwo noch ein Block rein, der hier nicht ist. Schwerer Panzerungsblock, okay. So, dann machen wir hier wieder mit den Dingern zu. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Und eigentlich, ich habe gerade überlegt, ob ich einfach jetzt hingehe und jetzt einfach hingehe und jetzt hier links und rechts mit den Beamblöcken was mache. Aber ich glaube, an der Stelle könnten wir es mal mit ungeschweißten Rädern probieren, so als Abwechslung und nicht nur alles mit den Cylindrical Columns vollknallen. War gerade früher, als es noch ein bisschen weniger Deko-Blöcke gab, hier wieder Geschichtsstunde mit Markus und so, war das eine sehr beliebte Art und Weise, um ein bisschen Variation in die Schiffe und in die Fahrzeuge reinzubringen. Einfach irgendwelche Blöcke Blöcke nehmen und die dann bewusst nicht 100% voll schweißen. Sondern so wie jetzt hier die Blöcke einfach so ein bisschen offen zu lassen. Fertig. Ja, alternativ könnte man natürlich auch hier so ein Cylindrical-Ding nehmen und das mit der Retro-Future-Armor irgendwie einstreichen. Aber ich glaube, so ist auch ganz nett. So, jetzt fehlt uns natürlich noch ein bisschen Licht im Dunkel. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich würde hier gerne irgendwas tun, aber ich bin mir gerade noch sehr uneins was. Was wir auf jeden Fall hier schon mal machen können, ist ja, hilft natürlich auch eine Zahl einzugeben, bevor man auf Enter drückt. So, dann sind wir hier schon mal am Start. Ah ja, ich sehe das Problem. Das hatte ich befürchtet, dass das hier stören wird. Ich glaube, hier stört so einiges, wenn ich mir das gerade angucke. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen Radstärke einstellen. Die sind mir gerade ein bisschen schwachbrüstig. Sind sie immer noch? Okay. Alter, das Ding muss ja mittlerweile schon gut was wiegen, wenn der schon so hart drauf ist. Ich glaube, ich habe es gerade hart vergimmt. Ja, habe ich, sehr gut. Nicht. Ah, shit, das wird blöd. So, wir haben Ride 1, 2, 3. Das sind die da. Das heißt, die hier und die hier gehen wieder auf. Ich glaube, wir hatten ihnen 8 Grad gegeben. Und den Kollegen hatten wir. Nee, die hatten ursprünglich mehr, aber ich glaube, ich bleibe erstmal bei 8 Grad. Und dann sind das hier natürlich 16 Grad. Ja, das hier ist falsch, oder? Warte mal, nee, das ist links 5. Das macht doch gar nicht mit, das steuert ja gar nicht. Das heißt, was ich hier einstelle, ist sowieso Wurst. Okay, dann passt das wieder. Ich glaube, so an für sich ist der Fahrtwinkel auch in Ordnung. Der kommt mir okayisch vor. Nee, warte mal, hier stimmt was nicht.
da sind zwei Räder, die falsch lenken. Und zwar sind das dritte und das rechte Rad. Was ist das da? Und das da. Die müssten eigentlich Invert Steering machen. Ja, jetzt funktioniert das wieder. Ja, liegt wahrscheinlich daran, dass momentan irgendwie noch die vorderen Räder fehlen. Ich befürchte, es kann sein, dass ich das nochmal umstelle, wenn ich die vorderen dann auch gebaut habe. Aber das ist dann so. Was ich sehr gut finde, ist, dass sich das Zeug anscheinend nicht wirklich aus dem Radkasten, na doch ganz minimal aus dem Radkasten bewegt, okay. Da müssen wir dann nochmal schauen, wie wir das lösen. So, ich glaube, das Landegear kann dann auch erstmal weg, das brauchen wir in der Form nicht mehr. Das ist natürlich immer noch sehr hecklastig mit der Schüssel. Na gut, mal gucken, ob das so bleibt, wenn wir hier vorne noch die Panzerung gesetzt haben. Wir müssen natürlich noch schauen, dass wir irgendwo noch den ersten Turret-Controller setzen. Ich würde ihn einfach mal da reinpacken. Das ist kein Custom Turret Controller, nicht mal im Ansatz. Das ist ein Custom Turret Controller. Der kommt dann hier hin. Ich würde sagen, wir können eigentlich gleich noch zwei setzen. Was kommt, den bauen wir mal da unten rein. Da haben wir ja noch ein bisschen Platz, dann lassen wir das da verschwinden. Und dann wird das hier für den Turret und die anderen beiden für die Gatlings. Das können wir dann, glaube ich, so machen. Hier vorne muss man auch nochmal schauen, dass der Teil hier kann, glaube ich, zu teilen wieder weg. Das ist nicht mehr ganz richtig und ganz akkurat. Habe ich noch ein bisschen Uran, den ich hingeben kann zum Nachladen? Ja, die Welt ist es wirklich nicht, aber wir haben 6, 12 Dinge. Wir schnappen uns mal 6 Uran. Wir müssen dringend Neues erobern. So, dann können nämlich unsere Batterien schon mal aufladen, auch wenn wir jetzt gerade nicht angedockt sind. Und hier vorne muss man auch noch schauen. Das wird nämlich jetzt, glaube ich, der nächste große Spaß werden. Das hier vorne gefällt mir, glaube ich, schon ganz gut. Eine Sache, die wir natürlich auch noch brauchen, ist irgendwo noch eine Antenne. Ich probiere mal was. Ich lasse die einfach hier hinten raushängen und gucke mal, wie das kommt. Oh, apropos was hinten raushängen lassen, das war natürlich ein Problem, ne? Wir haben den Anschluss komplett zugebaut. Also wenn wir mit dem Connector ran wollen, müssten wir das hier eigentlich wegmachen. Ja, ich weiß, die Alternative war irgendwie mit dem Connector von unten zu kommen, aber da bin ich mir auch noch nicht sicher. Ich denke wahrscheinlich, zumindest Stand jetzt, würde ich sagen, wir hauen das Zeug hier raus. Und beschrauben die Kollegen hier rein. Sprit ist alt. Schon wieder. Jetzt nicht mehr. Und dann gibt es hier noch ein bisschen Wasserstoff für uns, dass wir vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr rumfliegen können. Nein. Wasserstoff. Danke. Aber den Connector nach hinten würde ein Problem lösen, nämlich wenn wir hier schön an der Stelle dann einen Connector-Block reingebaut kriegen, dann könnten wir mit dem Ding hier einfach rückwärts ranfahren und sind glücklich. Ohne uns hoffentlich hier zu viel kaputt zu fahren. Nö, das könnte klappen. Docken ihn dann hier an und stellen wahrscheinlich dann fest, dass wir viel zu weit rausgucken. Auch das wäre natürlich wieder ein Folgeproblem.
Das hier stört mich auch noch ein bisschen. Lass mal schauen, ob wir hier irgendwo irgendwo hier was hinlegen können. Theoretisch könnte man natürlich auch hier oben diese Nachfülltanks hinpacken. Hier ist ja eh noch ein Air-Vent. Achso, von nach unten, ja, stimmt. Also der wäre eh angeschlossen, das ginge. So, das machen wir auch gerade nochmal schnell fertig, wo wir da sind. Und dann würde ich sagen, an der Stelle erstmal wieder war's das für diese Folge. Euch also. Ihr wisst es, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein und bis bald wieder hier bei uns im Nerdzeitalter. Ciao!